Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es darum, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, The Island hat einen neuen Trailer bekommen. Ja, wir reden von The Island. Und ich würde sagen, ich spiele euch hier mal ganz gut ab, schaut ihn euch an und wir reden dann gleich über den Trailer. You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Leute, Trailer ist durchgelaufen und ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen was zusammen durch. Also, warum wurde der Trailer gemacht? Leute, es geht darum, da gibt es nochmal ein separates Video, das kommt wahrscheinlich einen Tag nach diesem. Für die Nintendo Switch kommt ja die Ultimate Edition im Oktober, genau. Und da wird ja einiges überarbeitet. Kurzfassung nochmal da, falls wenn man noch nicht wusste, auf der Nintendo Switch gibt es aktuell nur The Island und das läuft sehr schlecht. Und die bekommen jetzt im Endeffekt die Version so gesehen, die ähnlich ist wie PS4 und Xbox One, also die Old-Gen-Version, aber flüssig, also für Switch auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Und dementsprechend bekommen sie jetzt zum ersten Mal auch die neuen Karten dazu. Und ich sage erstmal, um das Ganze ein bisschen einzuleiten, gibt es halt einen neuen Trailer. Und ja, den sehen wir. Und habt ihr bereits gerade schon gesehen. Und ich muss sagen, Leute, ich bin etwas überrascht, weil ja, wir sehen halt einmal eine Silhouette von einer Homo Deus, also die nächste Lebensform, falls falsch ausgesprochen, das tut mir leid, oder Homo Deus wahrscheinlich eher. Und das wird halt sehr wahrscheinlich Helena sein. Also gehe ich jetzt sehr stark von aus, hat sehr starke Ähnlichkeiten, was storymäßig irgendwie nicht viel Sinn ergibt, weil Helena auf jeden Fall ja in Extinction erst zur Dings wird, aber ich denke mal, das soll so ein bisschen erklärungsmäßig sein. Ich weiß nicht genau, was sie sagt, mein Englisch ist leider nicht so gut und ich habe keine deutsche Version von dem Trailer bis jetzt gefunden, deswegen Leute. Ja, auf den ersten Bildern sehen wir einen Arc, das könnte sehr, sehr wahrscheinlich der grüne Arc sein, würde ich mal stark behaupten. Ja, auf der Island, klar, ist ja auch der Trailer dafür. Dann haben wir das Ganze verschwimmen hier, dann kommt das nächste Bild. Da sehen wir, ich bin mir nicht 100% sicher, was genau wir hier sehen. Also es könnte im Prinzip Wasser sein, eine Flosse von einem Megalodon, eventuell ein Schiff. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, ob das in irgendwelcher Weise irgendwas für uns teasert. Das nächste Bild ist auf jeden Fall unter Wasser. Klar, wir haben den Megalodon. Könnte fast ein Ölstein im Wasser sein. Also auf jeden Fall das unter Wasser. Das sieht man auf jeden Fall. Und im letzten Bild haben wir die Brutmutter. Also die erkennt man auf jeden Fall, dass das unsere gute Lyrix ist. Ja, ihr wisst, was ich meine, Leute. So, das sind auf jeden Fall eigentlich alle Bilder, die wir in diesem Trailer von der Island zur Sicht bekommen. Mehr war es nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendein Teaser, irgendwas mit dabei ist. Was man wie gesagt noch sagen kann, Leute, dazu habe ich leider keinen Trailer mehr gefunden. Das wurde nur in diesem Livestream am letzten Freitag bekannt gegeben. Die Explorer Notes werden neu vertont. Das heißt, in Zukunft wird es dann auch für alle Plattformen, also man hat in dem Trailer schon gesehen, dass das auch für Xbox zum Beispiel kommt. Man hat oben nämlich den Y-Knopf gesehen im Menü, wie sie das vorgestellt haben. Daher wird es auf jeden Fall auch auf der Xbox erscheinen und PlayStation dann dementsprechend auch und PC, dass ihr, wenn ihr Explorer Notes aufsammelt auf der Karte, die euch vorgelesen werden. Falls jemand gerade, ich weiß, was Explorer Notes sind, das sind auf den Hauptkarten, wie zum Beispiel The Island und Scorch Earth, diese Kisten, wo ihr hingeht, die aufgeht, eine Notiz aufploppt über einen Dino zum Beispiel und ihr die eigentlich lesen könnt oder halt auch generell Story-Inhalte gibt es da zum Beispiel auch. So hat man ja die ganze Arc-Story im Endeffekt
gesagt bekommen in-game, wo halt dann zum Beispiel Leute Videos draus gemacht haben und wie auch ich zum Beispiel das Arc Story in Minuten Video pro Karte. Auf jeden Fall, die werden in Zukunft vorgelesen, was ganz geil ist, weil ich gehe von aus, dass die Hälfte von euch die noch nie durchgelesen hat und ich bin ehrlich, ich habe die auch nicht im Game damals gelesen, wie ich sie gefunden habe, sondern eher alles nachgelesen. Daher finde ich es ganz gut. Man bekommt ein bisschen mehr Storyline mit. Ist jetzt über Jahre ein bisschen spät, weil man jetzt halt sehr durcheinander kommen kann, wisst ihr, weil man muss überlegen, die Storyline ist ja The Island, Scorch Earth, Aberration, Extinction, Genesis 1 und Genesis 2. Das sind die Storykarten. Alle anderen Karten sind uns, also sind nicht storyrelevant. Und jetzt mit vertonten Explorer Notes anzufangen, wird wahrscheinlich bei dem einen und anderen so ein bisschen durcheinander ranbringen, weil man findet wahrscheinlich nicht, also normal müsste man jetzt auf der Island gehen, alle Notes sammeln, Scorch Earth, Aberration und so durchgehen, um die Storyline wirklich am Stück zu erfahren. Man weiß aktuell noch nicht, ob zum Release von allen Karten, die vertont sind, ich habe das jetzt in diesem Trailer so verstanden, dass es erstmal nur auf der Island und Scorch Earth sein wird, weil es die ersten beiden Release-Karten von der Switch-Version sind und dass, wenn die nächsten Karten dann kommen, wie auch die anderen Explorer-Notes bekommen, und was ich auch aktuell nicht weiß, ob sie auf Deutsch kommen, weil, ja, hat sie gehört, dass sie von den originalen Stimmen gesprochen werden, also so klang das zumindest, auch von Helena und von Rockwell zum Beispiel im Englischen. Ob die jetzt in allen Sprachen das einführen, weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht so gefunden. Es soll angeblich am Donnerstag, meine Uhr ist aus, sehr gut, am Donnerstag, ich glaube 7.9., irgendwas schon damit, haben sie gesagt, spätestens wahrscheinlich am Samstag in den Arc News wird es nochmal wahrscheinlich Informationen darüber geben und dann können wir ein bisschen mehr dazu sagen. Also schaltet auf jeden Fall ein, da bekommt ihr, denke ich mal, wieder Info. So Leute, ich möchte das Video nicht unnötig langziehen. Das war so alles, was ich über den Trailer sagen konnte oder spekulieren konnte, weil mehr gibt es einfach aktuell noch nicht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis denne. Ciao.